Ein bisschen verrückt stehen wir schon mit unserer Rammer hier. PostNord, für die sind wir auch schon gefahren, ne? Oder? PostNord, ich glaube. Ja, da hinten haben wir Danisch Agro. Also irgendein Landwirtschaftssimulator. Ja, Landwirtschaftssimulator würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Da kommt ja, in Bälde kommt ja der 17er. Das wäre natürlich, aber das sind auch so Zeitfresse, ne? Dann kann ich nichts anderes mehr machen. Da müsste ich zum Beispiel das hier stoppen. Man müsste vielleicht immer im Wechsel war Landwirtschaft und das. Na, keine Ahnung. Nee, würde ich wahrscheinlich. Nee, eher nicht. Eher nicht. So, wir haben aber keine Zeit. Wir haben es Montag und am Dienstag müssen wir ja schon dort sein. Eieiei. Wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit. Schaffen wir das überhaupt? So, wie sieht's eigentlich aus? Was steht jetzt hier? Amsterdam, ja, okay. Und dann müssen wir nach Rotterdam auf die Fähre drauf. Das ist der große Plan hier. Und da sind wir schon in der Niederlande. Wir können 130 fahren. Es dauert nicht mehr lange, bis es wieder morgens wird. Ja, ihr seht aber, wie gesagt, also ich muss auf alle Fälle die andere Mod wieder drauf machen. Also ihr seht hier mal den Unterschied auf alle Fälle. Zwischen Vanilla und der Aggressive Mod. Ich glaube, das Replacement war nicht schlecht, da ich das Replacement drauf gemacht habe. Bisher haben wir noch, na gut, kann auch Zufall sein, aber bisher haben wir noch keine, ja, ich sag's mal, Texturfehler gesehen. Ne? Ja, apropos so Survival-Spiele. Mich würde natürlich auch mal so ein Spiel interessieren, wo man irgendwo in der Prärie strandet und dann sich überleben. Dann, ja, sich das Überleben sichern muss. Ne? Ja, bei Conquistadores, da sind natürlich auch Quests dabei und so weiter. Und eine ja, recht nett erzählte Geschichte. Allerdings ja ohne Sprachausgabe. Ne? Also das muss ich dann erzählen. Aber das Spiel wäre wirklich mal wert, Let's Play zu werden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Rundenstrategie finde ich dazwischen gut. Also die einzelnen Charaktere, die kann man aufleveln, ne, verschiedenartig. Und kann sie mit Waffen ausrüsten. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger mit Waffen. Mehr oder weniger. Also nicht direkt. Das wäre natürlich noch gut gewesen, wenn man sie direkt zum Beispiel mit verschiedenartigen Musketen oder sowas ausrüsten könnte. Das kann man nicht, ne? Man kann sie nur prinzipiell festlegen, du hast, was weiß ich, eine Flinte oder du hast einen Bogen oder eben Nahkampfwaffen und ja. Man kann nicht direkt jetzt ein spezielles Schwert oder so zuordnen oder eine Hellebarde oder was weiß ich. Und die Söldner haben auch ein, das finde ich toll, so ein bisschen ein Eigenleben. Ne? Und es sind dann auch so unterschiedliche Ereignisse dazwischen. Das würde ich mir eben auch bei diesem Survival-Spiel, dass dann ja jemand vergiftet wird und den muss man heilen und dann ja, wird ein Wagen, der ist defekt und man muss irgendwo ein neues Rad oder eine neue Achse besorgen. Das dauert eine Zeit. Und also das sind so verschiedene Ereignisse und dann sprechen auch die einzelnen Söldner einen an. Und deswegen ist eben dann auch keine Sprachausgabe, weil, ja, das bräuchte man ja ganz verschiedene Stimmen dann. Amsterdam ist ja noch geradeaus, ne? Ja. Die A1. Wir müssen aber aufpassen. Ja, aber erst nach Amsterdam. Dann geht's nach Rotterdam, ne? Und da
Dann geht's auf die Fähre. Wollen wir schauen, ne? Also, die scheinen ziemlich viele Fähren überarbeitet zu haben hier. Dass man, eigentlich ist es ja so beim Eurotruck, dass man gar nicht auf die Fähre drauf fährt. Aber das ist natürlich Immersion pur, wenn man auf die Fähre direkt drauf fährt. Ich würde sogar das noch ein bisschen ändern und würde zum Beispiel den Punkt, wo dieser Dispatcher bei uns steht, ne, oder ja, wo der Dispatcher, den würde ich weiter nach hinten verlegen, dass man ja auch nicht irgendwo da vorne parkt, sondern auch wirklich ganz hinten oder hinter einem anderen LKW oder was auch immer. Ne. Die Stelle kann man doch wahrscheinlich als Modder ganz leicht verändern, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das leicht veränderbar ist. Obwohl, jetzt dürften wir eigentlich nicht mehr schlafen. Ja, aber bis zur Fähre hätten wir es nie geschafft, ohne zu schlafen. Was natürlich schade ist, aber nicht zu ändern. Ja, manchmal gibt es so einen Zwischenruckler, ne, wenn es wahrscheinlich in irgendein neues Gebiet reingeht. Was ist denn immer dieses Bob? 70. Nicht, dass wir noch geblitzt werden. So, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Rotterdam, ist das ausgeschildert? Ja. So, in Rotterdam wäre schön, wenn in Rotterdam die Fähre ausgeschildert ist, ne? Sollen wir beibehalten? So, das ist also hier Amsterdam. Amsterdam, das soll ja mit seinen Kanälen und so auch sehr schön sein. Ganz da vorne sehe ich ein Motorradfahrer. So, können wir... Ja. 5% an der Ladung ist sehr viel. 5000? Reicht das? Reicht wahrscheinlich nicht. 5% ist richtig viel. Ich glaube schon. 6000 ungefähr Amsterdam Flughafen, oder? Ja. Könnte natürlich auch schon Rotterdam sein. Den ist ja Gerichtshof, ne? In Den Haag. Europäischer Gerichtshof. Er ist nicht weit. Ist jetzt nicht mehr weit. Facebook. Ja, Facebook, ne? So eine Idee müsstet ihr haben. Wie Facebook oder eBay. Könnte reich werden. Braucht keinerlei Stadtkapital, nur eine Idee. Eine Gründungsidee. Irgendwas, was eben viele machen. Ne? Oder was viele brauchen. Oder auch nicht brauchen. Cool. Cool, das ist ja wie bei Frankfurt, ne? So ähnlich wie bei Frankfurt haben sie das hier gemacht. In Rotterdam. Und das hier, die Skyline von Rotterdam, war schon jemand dort? Ich war noch nicht dort. So, wir müssen echt aufpassen, dass wir dann diesen Fährhafen in Rotterdam auch mitbekommen. Gibt es da hier so einen Turm in Rotterdam? Ich weiß es nicht. So Hochhäuser in der Form hier? Bob. Bob belieft Bob dort. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Weiß es jemand? Hat jemand eine Ahnung in den Niederlanden, was Bob bedeutet? So, Rotterdam, okay. So, jetzt aufgepasst. Fährhafen. So, erstmal ein Tunnel, okay. Ja, war ja klar, dass wir die 80.000 nicht abgreifen können. Hätten wir doch lieber den 40.000 Auftrag nehmen sollen. Wäre sicherer gewesen. Obwohl, das letzte Mal haben wir auch nur 20.000 oder ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger bekommen.
So, aufgepasst, aufgepasst, aufgepasst. Europort. Schön, dass es ausgeschildert ist. Schön, dass hier Europort ausgeschildert ist. Das freut mich. Ansonsten hätte ich hier wieder rumgezickt. Hätte ich wieder für euch rumgezickt hier. Aber auch schön die riesigen Windkraftwerke. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir hier bleiben müssen. Ich gehe mal hier hin. Kann natürlich auch sein, dass wir. Nee, na gut, das ist eine lange Einfädelspur. Das ist natürlich schön. Europort. So, ich hoffe, sie leiten uns schön hin zum. Schön hin zum Port. Ja, das muss nochmal sein. Musste hier einfach nochmal sein. 80. So, hier müssen wir rüber. Aufgepasst. Hier kommen wir jetzt ans Meer. Schön mit den Kränen immer, ne? Mit diesen Hafenanlagen ist natürlich toll. So, wir müssen rechts rüber nach England. Richtig, wir müssen nach England. Da müssen wir aber aufpassen, wieder in England. In England fährt man links. So, der Fährhafen nach England. Und wo steht unsere Fähre? Oder, na, es kann auch sein, dass wir gar nicht auf die Fähre müssen. Kräne sehen wir, aber noch keine Einfahrt zum Port nach England. Ich glaube, das ist ausgeschildert. Hoffe ich. Da läuft jemand. Ja, also schlafen müssten wir jetzt auf der Fähre erstmal, ne? Also da dürften wir keine Probleme haben. Moment, dort hinten ist. Oh. Ja. Mist. Wir sind zu weit. Wir hätten hier weggemusst. Oh, wir sind viel zu weit. Oh, Mist. Hier können wir auch nicht drehen oder was, ne? Boah. Boah, mit so einem Vieh hier will ich eigentlich nicht rückwärts fahren. Ich habe keinerlei Lust drauf. Nicht die geringste Lust habe ich drauf, mit so einem Vieh hier rückwärts zu fahren. Vor allen Dingen, ich komme schon auf den Bürgersteig drauf. Nein, halt! Wie weit müssen wir denn hier rückwärts fahren? Halt! Zu schnell! Halt, zu schnell! Zu schnell! Ah, oh, das kostet uns Zeit, ne? Das kostet uns massiv Zeit. Ich sag nicht, da hinten kommt jetzt irgendein Auto angefahren. Glück gehabt. Boah, ich mach eine Schlenke. Das ist ja wie wenn ich besoffen bin, ja. So. Ja, man lenkt hier ein, ne? Und. So, da vorne können wir.
Frage ist, müssen wir dort vorne sogar rein? Ich habe gedacht wirklich, das ist ausgeschildert noch. Blöd, dass es nicht ist. Ach Gott, die Frage. Ein Stiefelsystem. So, wartet mal, ich schau mal kurz, ob das hier auch wirklich... Ja, hier geht's rein. Ah, okay. Ah, endlich. So. Ja, dort ist die Fähre. Ich hätte sie ja auch schon davor sehen müssen eigentlich, ne? Naja. Jetzt können wir es nun mal nicht mehr ändern. Und wir müssen... Kommt hier jemand? Nee. Und wir müssen uns mit arrangieren. Ach, du bist hier der Dispatcher dafür. Okay, okay, okay. Ich bin schon hier. Gut. Alles klar. Puh. Na dann. Weiß uns mal ein hier, was wir hier, ach hier rüber wahrscheinlich, ne? Na gut, auf geht's. Also die Hafenanlagen sind schon richtig cool gelungen, ne? Ist wirklich schön. Also das da hinten. Da hinten fahren irgendwelche Autos aus dem Wasser raus. Na, man weiß es ja nicht, ob das da drüben irgendwie eine Brücke ist oder irgendwas, was man eben nicht mehr sieht hier, ne? So, dann fahren wir rüber nach England. Seid ihr schon gespannt, wie es in England aussieht? Ich schon, ich schon. Na denn, schaut hin, die fahren links. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir hier eigentlich raus und wie geht's hier weiter, ne? Das ist die große Preisfrage. Und das schauen wir uns gleich mal an auf der Map. Also normalerweise müssen wir rechts raus und dann wieder links. Dann über den Kreisel drüber und dann Richtung Chelmsford, ach Richtung London. Ja, und jetzt da kann es nochmal übel werden. Wir müssen im Norden um London herum. London herum, ja, das ist echt, also London, die Frage ist natürlich, um London herum, ne? Wie wir das auf den Weg bekommen, ich habe keine Ahnung, warte, wir schauen mal, wohin geht's denn da eigentlich, ja, das weiß man nicht. Könnte nach Southampton, aber dann geht es eher südlich rum. Wenn hier, dann geht es wahrscheinlich nach Birmingham. Eventuell Birmingham, aber nur eventuell. Oder nach Cardiff gleich. Das wäre natürlich das Idealste, wenn Cardiff ausgeschildert wäre. Und dann nach Swansea. Swansea und dann einfach nur rein, ne? Und zu Wapperos, nach Swansea rein. Okay. Ja, so sieht's aus. Wenn wir erstmal um London rum sind, dann sieht's eigentlich ganz günstig aus. Wie sagt denn überhaupt? Es ist Montag. Ach, es ist Montag. Ach, dann haben wir ja noch richtig Zeit. Na dann. Dann auf geht's. So, rechts raus, ne, haben wir gesagt. Und dann gleich wieder links. Ach nee, ja. Oder? Rechts raus. Wartet mal, ich schau lieber nochmal. Rechts raus und dann gleich wieder links. Okay. Wir müssen uns nur anständig... Wir müssen hier nur... Genau, links uns einordnen. Das ist das Entscheidende an der ganzen Sache. Und
dann irgendwie Richtung London. Ja, hier sieht man ja total gut die Ampel. Deswegen, ich sag, also dieser Linksverkehr ist nicht unbedingt das Ideale. Oh, was sind da? Schaut hin. Englische Polizei. Halt, wir fahren. Oh! War. Ach so. Ja, links. Ah. Aber ihr seht, das hat nichts mit der Aggressive Mod zu tun. Der hat uns trotzdem die Vorfahrt gestohlen. Aber ja, ich wäre jetzt beinahe. Ich wäre jetzt wirklich falsch gefahren. Ich wäre jetzt so richtig falsch gefahren. Ich wäre jetzt wirklich hier rüber. Ich war jetzt so in Gedanken. Ich war jetzt wirklich richtig in Gedanken. Obwohl, wir könnten gleich hier bleiben. Oh Gott, ich fahre hier einen Stiefel zusammen. Eieiei. Eieiei. Ich habe es noch gerade gesagt. Links fahren, ne? Und dann irgendwie war es total verrückt. So, was ist jetzt mit dem Kreisel hier? Was müssen wir jetzt mit dem Kreisel machen? Was habe ich da gesagt? Einfach drüber, oder? Boah, da fährt irgendjemand neben uns. Okay. Ah! Oh, ja, das ist auch total ungewohnt über den Kreisel da drüber. Halt, 30. Halten wir uns mal lieber dran. Ist hier eine Radarfalle? Seht ihr was? Momentan noch nicht. So, und dann Richtung London irgendwie. Boah, das ist ja total ungewohnt hier. Ja, da müssten wir auch rechts sitzen, ne? Ich meine, das ist natürlich die andere Seite. Wir könnten uns ja auch. Boah, das machen wir natürlich nicht, weil wir die ganze, weil wir eigentlich die meiste Zeit in Europa fahren. Wir könnten uns natürlich auch ein Führerhaus kaufen, wo alles umgebaut ist, ne, auf die andere Seite. Und extra für England umzubauen, halte ich ja ein bisschen, ein kleines bisschen für Geldverschwendung. So, sind wir mit in England. Schön. So, wir brauchen ja London, ne? Wie sieht's denn eigentlich aus mit 9 Stunden? Perfekt. Der Tank ist voll. Mehr oder weniger. Und wir fahren. Wir fahren in England. Wäre schön, wenn wir ein paar Schafe oder so sehen würden. wie gesagt, hier wäre noch schön, wenn da auch ein kleines bisschen Survival dabei wäre. Dass man zum Beispiel, ja, wie gesagt, Hunger oder dass man dazwischen mal austreten muss. Ne? Dass zum Beispiel jetzt sagt, oh Gott. Und dann, ja, ansonsten, ja, was könnte für eine Strafe sein, wenn man pinkeln muss, ne? Dass man unkonzentriert ist. Hoch. Ich habe gar nichts gesehen. Jetzt einfach so drauf gefahren. Ja, Pinkelpause oder sowas, ne? Dass dann dort steht, der Druck auf ihre Blase erhöht sich. Oder man bekommt irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie dann, es verschwimmt vor Augen, weil der Urin bis in den Augen steht. Ah! Eklig. So. Ja, Chelmsford ist schön. Wir fahren aber nach London. Und in London wird es nochmal kritisch. Wir könnten natürlich auch unten rumfahren, so ist es nicht. Also wir können sowohl, also können wir im Norden rumfahren, wir können auch im Süden rumfahren im Kreisel. Hauptsache wir bleiben auf dem Kreisel. Und gehen dann im. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob überhaupt Cardiff ausgeschildert ist oder nicht wieder eine andere Ortschaft, wie es meist hier ist bei der Promo, ne? Weil ja die anscheinend,
auch die Schilder geändert haben. Das ist eben die große Preisfrage. Ja, ein neues DLC ist hier rausgekommen. Schwarzmüller, eine Firma, die ja, man sich eventuell mal holen könnte. Dann könnte man hier... Ich weiß nicht, ob man die auch fahren kann, dann, die Trailer. Oder ob die einen nur entgegenkommen. Da werden wahrscheinlich jetzt auch andere Firmen noch... Warte mal, ich gehe mal... Ich gehe mal rüber. Es sieht so aus, wie wenn da jeder seine Spur hätte. Cambridge, London, ja. Na, ihr seht. Ja, da werden wahrscheinlich dann noch mehr Firmen, wenn das DLC sich gut verkauft, werden wahrscheinlich noch mehr Firmen kommen und es wird noch mehr so kleine DLCs geben mit unterschiedlichen, ja, real existierenden Firmen. Bei die Trailer haben gut ausgesehen hier bei diesem Pack. Was muss ich dazu? Cambridge. Moment. 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 Ah. Wir dürfen nur nicht abfahren. Wir müssen immer auf dem Ring bleiben. Was haben wir denn hier im Angebot? Hartfield Waterford. Alt. Also wir müssen immer mittig bleiben. Erstmal. Waterford. London. Oh, ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt auch mittig bleiben? London, London, London. London, London, London. Kann natürlich auch sein, dass wir nach London dann reinkommen. Wir bleiben einfach mal mittig. Hm. Ich denke, wir sind immer noch auf dem Ring. So, was kommt als nächstes? Süden. Hm. Wir fahren mal das South. Momentan. Ich kann gar nicht die Baustellen und so weiter bewundern an der South. Danke. Wie viel darf man hier fahren? Ich weiß gar nicht, wie viel man hier fahren darf. 80? Ja, hier ist wieder aufgehoben. Nett. So, was ist hier? The South. Heathrow. Ja, Heathrow ist ein Riesenflughafen. War das schon mal? Da war ich schon mal. Also da bin ich schon mal zwischengelandet, als ich in die USA bin. Oder vielmehr, als ich von den USA gekommen bin. Hinwärts bin ich anders geflogen. Über Madrid. Ja, wie viel... Wann müssen wir denn jetzt hier raus? Die nächste müssen wir dann irgendwann mal raus. Take a break. Ja, wo? Ich würde gerne jetzt mal einen Break und würde mal kurz schauen, wo wir sind. Ist hier eine Tankstelle oder so? Auf der anderen Seite. Ne, hier. Warte mal, die nehmen wir mal mit. Und schauen mal kurz, wo wir sind. Okay. Oh, da kommen wir noch nie vorbei an dem Nervol. Fährt ja hoffentlich. Ne? Der wird ja hier wohl nicht für immer und ewig stehen, oder? Man weiß es nicht. Also wir sind auf alle Fälle noch richtig. Die nächste Ausfahrt raus. Ja, wenn der Bus hier fahren würde. Wenn der natürlich nicht fährt, was macht man dann? Dann müssen wir hier... Doch, der fährt.
Puh, müssen wir eigentlich tanken? Ja, der muss ja auch erstmal voll machen, ne? So. Wir fahren am besten gleich mit dem Bus. Wenn der rausfährt. Ja, wenn er jemals rausfährt. Obwohl, schau mal hin, wir haben keine Aggressive Mod drauf und es ist trotzdem recht viel Verkehr hier. Um nicht zu sagen, richtig Verkehr. Hm. Also in England ist irgendwie mehr Verkehr als... Es ist richtig viel Verkehr, der kommt gar nicht raus. Jetzt, Freund Blasewitz. Wir fahren einfach mit. National Express. Cool, oder? Schon ein bisschen cool. Oh! Hilfe! Aber irgendwie schön. Ja, das ist natürlich total schwierig, den hier zu halten, ne? So, lieber mal. Achso, wir blinken noch. Lieber mal wieder hier in die Ansicht rein. Damit wir nicht noch Blödsinn bauen. So, dann würde ich sagen, wir müssen uns weiter mittig halten, oder? Ach nee, wir müssen weg. Moment mal. Wir müssen die nächste Ausfahrt raus. Und das heißt, wir bleiben hier. The West. Hört sich super an. Das hört sich wie in den USA an. The West. Wir gehen The West. Ich wär auch hier raus bei West. Um ehrlich zu sein. So, aber nicht ganz so. Nicht ganz so enthusiastisch hier rum. Puh, die Kurve ist ja ewiglich lang. Ah, okay. Und dann geht's weiter. Richtung... Ja, erstmal Richtung Cardiff, ne? Das ist noch ein Stück. Wir fahren in den Sonnenuntergang. Hier können wir überholen. Das ist schön. Ich finde die LKW, die unterschiedliche Ladung, finde ich so toll. Ich bin so begeistert zurzeit von unseren Mods. Glaubt ihr gar nicht. Was wir hier für Mods drauf haben, ist super. Schaut mal hin, völlig unterschiedliche Trailer hier. Aber so komplett. Was hier so rumfährt, ne? Sind ja hunderte unterschiedliche. Wir bleiben mal mittig, denn dort vorne, die können wir noch überholen. Wenn sie uns überholen wollen, können sie uns ja rechts überholen. Ah, der fährt recht langsam. Entweder ist hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung oder ist einfach ein Opa mit Hut oder einfach jemand, der langsam dahin cruisen will, ne? Mache ich auch manchmal. Manchmal will ich gar nicht schnell fahren. Das kostet ja auch Sprit, ne? So auf Autobahn ist eigentlich, also wenn man nicht immer zu anhalten will, bremsen und wieder aufs Gas, ist eigentlich 120 die ideale Geschwindigkeit. Boah, das ist ja ein riesiger Lastzug. Sag mal, wie viele Räder waren denn da hinten drin? So, jetzt können wir aber rüber.
Ja, aber ich muss ehrlich, muss mal ganz ehrlich sagen, dass mir jetzt England, naja, es ist halt so dort. England ist schön, ne, an bestimmten Orten, aber wenn man die Autobahn fährt, ich bin sie auch gefahren mit dem Motorrad und ich muss sagen, ja, ne, also Autobahn, da ist nichts Großartiges rechts und links, ne, was man jetzt schön finden könnte. Obwohl, jetzt wird es schöner hier. Seht ihr, sobald so ein kleines bisschen Berge kommen, dann wird es schöner. Ach, schaut mal hin. Ja, im Westen wird es überhaupt immer schöner. Sowohl in England als auch in Schottland wird es echt immer im Westen schöner. Da ist dann auch die Küste schöner als im Osten. Es sind so Steilkliff. Steilküste. So. Aber wir hätten so schön unsere 80.000 hier abgreifen können. Wenn wir am Anfang, ah, gleich am Anfang, ne, habe ich die Ausfahrt nicht gefunden. Jetzt ärgert es mich wieder. Jetzt ärgert es mich wieder, weil ich fast am Ziel ankomme und merke, ja, dazwischen, dass man da ab und zu mal ranrammt, da hätten wir 1% Schaden. Bis jetzt. Hätten wir 1% Schaden an der Ladung gehabt. So? Naja. Aber wie unterschiedlich hier auch der Belag ist, ne? Die haben ganz viel unterschiedlichen Belag hier drauf. An dem sind wir schon mal vorbeigefahren. Ich habe es gerade gesagt, ne, dass so viele unterschiedliche sind. Ja, der gehört einfach mit dazu, zu dem anderen. Der ist schneller ein bisschen. Ist eine Tandemfahrt. Also jetzt nicht, dass es so heißt, ne, im Profikreisen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Seht ihr, da schon wieder ein neuer Belag, ne? Also immer mal unterschiedlicher Belag, finde ich super. So, Cardiff, ne? Und von Cardiff dann nach Swansea zum Schwanenmeer oder auch ja, Schwanenmeer. Was haben wir hier? Ach, die dänischen Akros. Ja, die haben wir auch schon öfter gesehen. Okay. Auf dem Parkplatz, ne? Könnt ihr euch noch entsehen? Was haben wir hier? Bus. Der nicht so richtig weiß, ob er rechts oder links fahren soll. Ob er den da vorne überholt oder nicht. Oder jetzt hat er sich aber dagegen entschieden. Ich hoffe, er entscheidet sich nicht nochmal um, wenn wir gerade an ihm vorbei wollen. Uah. Ich finde so die Tanklastzüge finde ich toll. Da haben wir auch ganz, da habe ich auch eine Mod drauf, die ganz unterschiedliche Tanklastzüge hier hat. Ah, das ist hier ein toller. Ist auch super. Was fährt denn die, wenn man es wüsste? Ja, und die Soundmod finde ich natürlich echt traumhaft. Dass ich wirklich immer höre, wenn ich an jemanden vorbeifahre oder was auch immer, ne? Dass man die Flugzeuge schön hört und was auch, ja, was auch immer. Moment mal, Bristol, Birmingham? Moment, wir wollen noch nach Cardiff. Und nach Swansea. Ich sehe nichts von K. Ach doch, wartet. Da muss ich eins weiter rüber. Obwohl, ja, die wollen mich bestimmt hier in Cardiff raus. Ja, die wollen mich bestimmt hier direkt nach Cardiff dann reinleiten. Das will ich natürlich nicht. Oder Plymouth, South Wales. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, wir müssen ja nicht direkt nach Cardiff rein, aber wir müssen eher, wie gesagt, nach Swansea. Allerdings
ist es nicht ausgeschuldet. Wahrscheinlich ist eher dann. Müssen wir dann Südwales? Wir müssen auf alle Fälle wieder Richtung Süden, das ist klar. Aber wie? Ist mir noch nicht klar. Und hier, die haben auch keinen Seidenstreifen, ne? Dass man mal rechts ranfahren könnte. Aber doch, ja, doch. Die haben den links. Wartet mal. Soll ich mal schauen? Vielleicht steht ja noch Swansea dran. Ich wollte schon sagen, die haben ja keinen Seidenstreifen. Da ist doch der links hier. Halt, was? 50? Will es doch nicht, dass hier 50 ist. Entschuldigung. Volle Kanne abgebremst. War hier 50? Über die Brücke, ne? Wahrscheinlich. Traust du dich nicht? Traust dich nicht an uns vorbei, an unseren Schwerlasttransporter? Jetzt sind wir noch 50. Ja, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Also ich denke, das war die... Denkt ihr, die haben zwei hier aufgebaut? Schwierig zu sagen. Was steht hier? In Wales. Ja, wir müssten eigentlich nach Südwales. Wieder, also Richtung Süden nach Swansea. Allerdings. Ja, wir können noch jederzeit. Also jetzt. Wir schauen nochmal hier und dann gehen wir rechts, links raus. Vielleicht ist ja Swansea drauf. Tatsächlich. Sehr schön. So, da müssen wir ganz rüber. Perfekt. Dann war das ja eine schöne Fahrt, ne? Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch... Ja, die Fahrt an sich war schön. Allerdings... zu viel Schaden, wie gehabt. Blue Water. Ja, ein bisschen nach Swansea, das war schon noch ein Stück. Das war schon noch ein Stück hier. Allerdings, wir kommen echt gut. Wir liegen gut in der Zeit. Also wenn hier nichts noch ganz Schlimmes passiert, sind wir ziemlich früh hier. Ja, anders als in Antwerpen, ne? Oh, das war ja... Also Antwerpen, das war echt... Puh! Ich muss sagen, ich meine, gut gebaut, ne? Gut gebaut, aber wenn man sich da nicht auskennt... Puh! Waren schon ziemlich viele Abfahrten und Ausfahrten und Umfahrten. So, kommen wir hier noch richtig? Wir müssen eins rüber. Jetzt sind wir in Wales. Die walisischen Bogenschützen. Na, die kennt man als Geschichtler. Als Geschichtsinteressierter. Die hatten ja eine sehr, sehr große Reichweite. Wurden ja, die waren richtig teuer, walisische Bogenschützen. Also wenn die in einem Spiel, mal in einem Strategiespiel, Beispiel, was weiß ich, Medieval 2 oder sowas, in Total War Reihe, die müssten eigentlich richtig, richtig teuer gemacht werden, weil die waren richtig teuer. Weil die Ausbildung der Bogenschützen hat richtig Geld gekostet und die Bögen an sich waren auch recht teuer. Die konnten sehr weit schießen und vor allen Dingen gab es eine Rüstungsdurchdringung. Ne? Also die konnten eine Rüstung durchschlagen. Und
und das hat sie ausgezeichnet. Denn Ritter auf dem Feld konnte man im Grunde nicht aufhalten. Wenn die gegen ein Heer gestürmt sind, na, da hat man eigentlich, konnte man nur rennen, ausreihen. Oder ein anderes Ritterheer gegenüberstehen. Aber dann mit eben diesen verbesserten Bögen und insbesondere natürlich mit der Verbesserung der Armbrüste, da hat sich das geändert. Und natürlich dann auch mit der Verbesserung der Feuerwaffen, da hat sich das komplett geändert, hat sich insbesondere komplett der Krieg geändert. Und ja, was eingesetzt wurde, war so wie bei Braveheart, ne? Also wie beim schottischen Freiheitskämpfer, sagen wir es mal so. Ja, dass die sogenannten Lanzer, oder ja, die Lanzen hatten, die konnten die von den Pferden runter. Ja, ich sag's mal. Moment, ich muss schauen. Die konnten die von den Pferden runterhebeln. So, jetzt müssen wir trotzdem mal. Also wir müssen eigentlich noch geradeaus, so wie ich das sehe hier. Nee, links. Okay. Wo eigentlich? Achso, hier. Ja, das hätte ich jetzt nicht so abrupt bremsen müssen. Aber total ungewohnt, ne? Links vorzugehen. Eng, aber machbar. Ja, und nu? Und rechts, ne? Ich sehe es gar nicht. Doch. Gut. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Diesmal habe ich dran gedacht. 50 halten wir mal ein, dass wir haben ja schon zwei. Hatten wir auf diese Fahrt zweimal. Ne, einmal war es, glaube ich, eine Ampel, ne? Wir hatten, glaube ich, eine gelbe Ampel. Oder ja, gelb. Die war gelb noch für mich. Und wir fahren mehr als 50. Bitteschön. Was? Wie bitte? So langsam kann ich nicht fahren. Es ist unmöglich, so langsam zu fahren. Seht ihr, die anderen fahren auch nicht so langsam. Bekommen die bitte einen Strafzettel? Und ich eine Belobigung? Könnten wir das so regeln? Ah, hier. Ach, das wird angezeigt. Ja, das ist super. Deswegen fahren die so schnell. Schaut mal hin, die überholen mich und werden nicht geblitzt. Schon traurig. Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Achso, halt. Das ist wahrscheinlich die andere Seite, wird da geblitzt. Ich kriege hier einen Herzinfarkt. Ja, und wo müssen wir jetzt eigentlich hin hier? Seht ihr schon irgendwo Wapperos? Wir müssen noch mal irgendwo anhalten und schauen, wo, wie ich es in Kreisel. Ach, wartet mal, Kreisel. Kommt mir bekannt vor. Kreisel. Ich glaube, wir gehen mal gleich die erste raus. Und hier müsste jetzt. Da ist er. Da ist Wapperos. Müssen wir hier rein? Gleich? Ja. So, wollen wir schauen, wie wir einparken. Mit dem riesen Vieh. Das könnte uns noch was kosten, ne? Kommen wir vorbei? Nee, natürlich nicht. Ich bin ja nun wirklich gar nicht so schlecht. Oh Gott, ich sehe schon. Hinter uns sind Autos. So, wartet mal. Ich gehe mal hier rum. Und so, und jetzt. So.
und hoffe das Beste. Ja. So, ich werde ganz, ganz weit. Oh, eine Dunkelheit ist es echt. Besonders wenn es draußen noch ein bisschen sonnig ist, ne, dann sieht man hier wirklich schlecht. Ich sehe hinten zum Beispiel gar nichts zurzeit. Ich sehe im Rückspiegel überhaupt gar nichts. So, wo müssen wir denn hin? Hier gleich. Na, das ist gut. Das ist nett von euch. Was anderes könnte ich jetzt auch gar nicht mehr einparken. Mann, das wird schon schlimm. Schlimm genug. Wir müssen das ja erstmal hier gerade rücken. Also im Rückspiegel werde ich jetzt gar nichts sehen. Okay, das ist noch völlig falsch. Oh, das wird schwierig hier. Der ist so riesig, ne? Der ist so riesig lang. Ich glaube, wir müssen weiter rüber. Aber wir wollen nochmal schauen, weil der steht ja jetzt ein bisschen besser. Ja, nicht viele. Ah, ne, falsch rum. Okay. Sehe ich denn nichts im Spiegel? Ah, nicht. Ich sehe echt nichts. Ich sehe wirklich nichts. So, ich gehe mal rum. Und ja, so wird das nix, meine Freunde der Nacht. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir hier so rein und müssen ein bisschen stärker einlenken. Halt! Stärker einlenken in die andere Richtung natürlich. So, ja, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, was ich hier treibe. Ich sag's euch, was ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt hier treibe. Komm ich gut? Warte mal, ich bleib mal stehen. Und schau mal was. Was machen wir denn hier für ein Blödsinn? Ich sehe es noch nicht mal hier. Anständig. Oh, wir sind noch viel zu weit. Viel zu weit drüben. Wir müssen noch weiter rüber. Sieht schon besser aus. Wir müssen noch ein bisschen einlenken, ne? Da lenken wir noch ein bisschen ein. Okay. So, vielleicht jetzt. Hoppsa. Wartet. Vielleicht jetzt. Obwohl ich glaube, wir hätten noch mehr einlenken sollen. Wir sind noch zu weit. Und wir kriegen den nicht rum hier. Nee, wir bekommen den nicht rum. Wir bekommen den nicht rum. Doch, hoch! Bisschen Glück, ne? Ein bisschen Glück haben wir. Okay, dann steht er hier. In der Dunkelheit. Also ich sehe wirklich nichts. Es ist das. Wenn es draußen so noch blendet, ne, aus dem Fenster her, dann sehe ich echt nichts in der Dunkelheit. Keine Chance. Na dann, koppeln wir das Ding mal ab, ne? Und schauen wir, was noch übrig bleibt vom Geld. Nach allen Abzügen. Zufriedenstellend? Besser als nichts. Oh,
Schaut mal hin. Abzug für Schäden 22.000. Das ist eine gewaltige. Und da ist noch nicht zu Ende, weil wir haben noch mehr Schäden. Schaut hin. Wir haben nämlich hier auch nochmal 6%. Das heißt, am Ende haben wir doch nur 40.000 raus. Naja. Was soll's? Wir haben jetzt 107.000, ne? Wollen wir uns mal nicht beklagen? Wollen wir uns mal nicht beklagen? Also wir haben dann 100.000 ungefähr. Dann noch einen Auftrag. Einen Auftrag nehmen wir noch, einen schönen, ne? Einen schönen, der Geld bringt. Und dann leisten wir uns einen Mercedes. Wird ja langsam auch Zeit, dass wir mal umstellen, ne, wieder. Und ja, mit einem schwachen Mercedes losfahren, ne? Also, dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal vielleicht auch, wenn wir nicht ganz so schlecht fahren, werden wir wahrscheinlich auch aufsteigen wieder. Ciao, ciao.